Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Gemütlich speisen in traditionsreichem Ambiente. Im Badhaus im Kurpark in Bad Ems kann sich der Gast rundum wohlfühlen. Einst als echte Bademöglichkeit bei Königen, Zaren und Fürsten bekannt und beliebt, beherrscht heute die gehobene regionale Küche den Raum. Einige der damals mit Badewannen bestückten kleineren Räume dienen heute als urgemütliche Speisekammern für bis zu 8 Personen. Fein dekoriert von der Dame des Hauses persönlich. In der Küche steht auch gerne mal der Chef selbst. Kochen ist seine Leidenschaft. Wir kochen grundsätzlich alles frisch. Wir kochen, also wie die Saison erlaubt, mit den Produkten, die es doch hier überwiegend gibt. Also wir versuchen, so frisch wie möglich zu kochen. Wir haben eine deutsche Küche. Das heißt, wir haben einen Steak, einen Schnitzel. Wir haben sehr viel für Vegetarier. Wir haben vegan auf der Speisekarte. Wir haben im Sommer wechselnde und verschiedene Salate, wie sie so wachsen, wie die Saison ist. Ja, also vom Lolo Rosso bis zum Eisbergsalat, bis zum Feldsalat. Diese Geschichte ist alles da. Jetzt Endiviensalat, wie die Saison es erlaubt. Neben den guten Tropfen von Mosel und Rhein sowie aus Frankreich bietet das Badhaus hier auch echte Regionalität. Wir haben sehr gute Wein von der Lahn. Ja, wir sind mit einer der einzigsten an der Lahn, die diesen Wein in einem Lokal vertreibt, weil er ist halt vom Einkauf etwas teurer wie andere Weine. Aufgrund dessen ist er auch im Verkauf etwas teurer, aber die Leute, die ihn probiert haben, die loben ihn und viele Leute kommen auch deswegen. Für die kulinarischen Erlebnisse stehen vielfältige und großzügige Räumlichkeiten bereit. Und auch Kabarettisten haben das Haus für sich entdeckt. Wir haben einen Gastraum, ein großer Gastraum, der ungefähr für 50 Personen Platz hat. Die kleinen Nebenräume, da ist einer bei für 12, 14, die anderen für 4 bis 6. Und dann haben wir noch einen großen Raum, der für Hochzeiten, für Feierlichkeiten genutzt wird, der dann komplett umgestaltet wird, der fasst 100 Leute. Und wir haben natürlich im Sommer die schöne Außenterrasse, die auch für 80 Leute Platz hat. Die Geschichte des Hauses ist sensationell. Wellness für Seele und Körper gehört hier quasi seit Bau und Inbetriebnahme Mitte des 19. Jahrhunderts zum Konzept. Dieses Haus selbst war einmal ein Badhaus. Ein Badhaus, sprich mit 32 kleinen Badezimmern, wo halt die Leute, die hier in Bad Ems in der Kur waren, für gewisse Anwendungen hingeschickt wurden. Salzbäder, Sohlebäder, Thermalwasserbäder und auch davor die Zeit, zu Kaiserszeiten, wurde der Kaiser hier auch schon gewaschen oder gebadet. Ja, und diese kleinen Räumlichkeiten, die sind dadurch entstanden. Der ein oder andere Raum ist zweckmäßig vergrößert worden, weil er halt größer gebraucht wurde. Der eine Raum oder mehrere Räume sind zu der Küche zugeordnet worden und die restlichen Räume sind halt so übergeblieben. So wie die Lichter über den Räumen ist noch ein Original, die Uhren, die da hängen, ist noch ein Original, der Fußboden ist noch ein Original. Viele Sachen sind noch original, die so halt versteckt sind, die man gar nicht so kennt oder... Ja, der alte Emser weiß, dieses Haus hier war bis Anfang der 70er Jahre voll in Betrieb noch. Mit Thermalwasser, mit Badewanne, mit Bäder, mit Anwendungen. Die einmalige Lage bringt einen wunderschönen Bonus für den Betreiber mit sich. Meine Familie ist die einzige Familie in Bad Ems, die mitten im Kurpark wohnt. Mit 19 Jahren stieg Paul Badura in die Gastronomie ein und blieb dabei. Wie ist nach dieser langen Zeit in einer doch recht harten Branche das aktuelle Befinden? An für sich fühlt man sich ganz gut, wenn man 42 Jahre geschafft hat, in der Gastronomie zu bleiben. Ja, und ich will ja noch ein paar Jahre bleiben in der Gastronomie. Ist das natürlich, das muss ja schon irgendwo was sein, dass die Leute am so lange mögen, dass die Leute so am unterstützen und das Geschäft aufrechterhalten. Zu den Bad Emser Stammgästen gesellen sich auch immer mehr Gäste aus der näheren und ferneren Umgebung. Die Familie Badura setzt auf Qualität und guten Service und wird mit diesem Konzept auch sicherlich in den nächsten Jahren weiterhin erfolgreich sein. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.